So, willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind gerade auf der Jagd nach irgendwelchen Banditen, die ehemals Helgen unter Kontrolle hatten. Die sollen wir nämlich töten, damit die nicht auf dumme Ideen kommen, hier irgendwie zurückzuschlagen. Und ich wollte über meinen Stuhl reden, dass das warme Wetter teilweise ein bisschen unpraktisch ist. Wie gesagt, der Bienenstock hier... Oh, ein Wolf! Hilfe! Wölfe! Das Ding ist nämlich, warum gibt es eigentlich nur Bürostühle, die total unpraktisch sind, wenn man da irgendwie nackt drauf sitzt? Also ich habe jetzt gerade eine kurze Hose an und ein T-Shirt, aber das T-Shirt ist total vollgeschwitzt, muss ich dazu sagen. Also nicht besonders schön. Und mir ist aufgefallen, wenn ich nur in Unterhose auf meinen Schuh sitze, dann komme ich halt mit meinen Oberschenkeln irgendwie doch ein bisschen auf den Stuhl drauf. Und der besteht aus so einem komischen Kunstlederzeug, ist das, glaube ich. Das ist total unangenehm, da nackt drauf zu sitzen. Mal ohne Witz. Ich kenne auch keinen Bürostuhl, wo es angenehm ist. Na gut, so ein Stoffbürostuhl. Aber selbst da ist es eigentlich nicht so richtig toll, drauf zu sitzen. Warum ist das so? Warum gibt es keine Bürostühle, auf die es toll ist, nackt zu sitzen? Fragen, die Welt berührt. Wäre echtes Leder angenehmer? Ich glaube auch nicht, oder? Da wirst du auch drauf spitzen. Lauwarm duschen ist das Beste bei diesem Wetter. Vor allen Dingen sollte ich jetzt mal erstmal lauwarm abspeichern, glaube ich. Ach, das ist ja das Banditenlager, was ich schon kenne. Ich hoffe, die haben Feuer. Wie warm habe ich denn das aktuell? Satt, nicht durstig, nicht müde, nüchtern. Na, bitte. Aua! Aua? Was war denn das? Ah! Oh, Frame-Einbrüche. Nicht gut. Warte mal, wo habe ich ja nicht meinen super... Dum, 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 dum. Ich mach dich platt. Warum kann ich den Block von diesen Banditen hier nicht durchdringen? Ist das ein Ork? Mir ist immer noch kalt, verdammte Hacke. Ich soll mich mal in Ruhe lassen. Also vor allem die Leute mit den großen Zweihartschwerthammern sind immer ein bisschen sehr ärgerlich. So, wo ist denn jetzt eigentlich immer mein bester Freund Härte, nur wie er hieß? Das ist ganz schön... Hä? Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Ich hab die doch aus der Realität gehauen. Ach, Manno. Viel zu viele Banditen. Ich hatte mit 20 mal eine Hose aus Leder geschwarzt im Sommer an. Oh, meint der Fake Arnold. Ja, so Lederhosen weiß ich immer noch nicht so richtig, was daran jetzt eigentlich so das große Tolle ist. Also, die sehen aus der Entfernung immer sehr, sehr, sehr schwitzig aus. Und ich kann mir auch... Ich könnte mir, glaube ich, nicht mal vorstellen, so eine komische Lederhose im Winter zu tragen. Haben die irgendwelche Vorteile? Sind die besonders warm? Also, ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass die besonders angenehm zu tragen sind. Weil ich weiß nicht, dass das Leder ist jetzt irgendwie nicht so ein Material, was ich gerne auf der Haut hätte. Gibt es da irgendwelche Gründe für oder übersehe ich da irgendwas? Ich würde mir das sowieso vorstellen, als würde ich halt so ein Sofa um meine Beine rumtragen. Also ein typisches Ledersofa halt. So, komischer Bandit. Komm mal her. Lass dich blocken. Und vor allem block mich nicht. Aua. Ich finde es übrigens immer noch lächerlich, dass Banditen in der Lage sind, durch mein Schild durchzuhauen, mir so viel Schaden zu machen. Das ist irgendwie... Weiß nicht, das finde ich nicht fair. Weil wofür blocke ich überhaupt, wenn ich dann trotzdem Schaden nehme? Die Hinterscheine alten Frau? Ja, gut, das. Ich glaube, du nicht mehr, hey, ich bin gelevelt. Jui! Oh, ui. Oh, da hinten ist. Ich glaube, irgendwo da hinten steht Lydia. Ja, ich denke mal, die mit dem Dings im Mantel ist das. Ich glaube, ich mache Lydia mal ein bisschen das Leben einfach und da schießt die Bogenschützen der Banditen. Sind ja nur. Und was? Die haben auch einen Magier? Der hat aber rote Augen. Ist das ein Dunkelelf? Verdammt, ich wollte eigentlich Fußroh da komplett durchziehen, aber irgendwie hat das nicht... Woran der? Ach Mann, diese Bogenschützen. Was denn? Wie kann ich dir Bilder von Push senden? Wie du mir Bilder von Push sendest, indem du den Link irgendwo reinschreibst, wo man es lesen kann? Das ist doch ganz einfach, oder nicht? So, jetzt muss ich hier diese dummen Banditen nochmal umhauen, ne? Hab ich jetzt schon die Quicksave? Nee, hab ich natürlich nicht. Das heißt, gleich wird mich hier wieder die Alte anspringen, die mit ihren lustigen, ja, genau, sind. Da hinten ist auch schon wieder die Alte mit den Zweiern sperrt. Die mich so liebt. Ne, war doch nicht die Wirbelwindschrund. Ich brauche das andere. Ich brauche unerbittliche Macht. Davon eine Menge. Das sind ganz schön viele Banditen, ne? Alter, wie schnell ist die denn? Hallo? Das hat voll überhaupt nichts gebracht, die mit Fuß anzuschreien. Das ist so ein Elend. Oh, komm dann. Es ist unfair. Warum blocke ich überhaupt? Warum? Warum mache ich mir die Mühe und blocke, wenn ich dann trotzdem sterbe? Das ist total hohl zu blocken. Also, vor allen Dingen... Ich bin doch eigentlich gelevelt. Ich muss mal kurz gucken, habe ich nicht sowieso noch Perk-Punkte frei? Ich habe doch eigentlich gelevelt, dass ich vom Blocken weniger Schaden... Ich kann mich da dunkel erinnern, dass ich hier beim Blocken... Ja. Time mit Blocks. Ja. Ja, Timely Blocks, ja, du kannst einen mächtigen Gegenangriff aufführen, ja. Chance to Disarming.
Bedingungen? Ja, hm. Schön. Able to move faster with a shield raised. Ja, hm. Ja. Hm. Hm. Ja, Blocken wird effektiver. Das ist ja prächtig, aber ich meine, bin eigentlich der festen Meinung, dass Blocken eigentlich von Anfang an sehr effektiv kommen. Ich meine, ich habe hier, nennen wir es mal nicht zwingendermaßen ein Turmschild, aber ich habe hier doch schon ein relativ großes Schild. Ach, Mann, ey, das sollte doch eigentlich in der Lage sein, Gegner ganz gut wegzuhauen, oder? Na gut, dann kommen wir wieder ran mit deinem komischen Zweihandschwert. Wir versuchen es für Runde 3. Warum haut Lydia hier eigentlich den Dings um? Ich! Nein! Verdammt, das war so nicht geplant. Oh, wie viele denn noch? Eismagie ist unfair. Man kann sich echt nicht bewegen. Vor allen Dingen, ich bin der Meinung, dass wenn ich Eismagie benutze, dann ist sie nicht halb so effizient. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Gegner irgendwie mal effektiv. Burn, du hast nur Blocken auf Stufe 2. Ja, aber trotzdem, das kann nicht sein, dass du trotzdem sterben kannst. Es ist einfach nur gegen jede Logik, dass du nur ein dickes, komisches Schwert aus Zwergenmetall in der Hand hältst, dass dich irgendjemand töten kann, indem er dir auf dein Schild haut. Wie soll denn das bitte schon funktionieren? Nach welchem Prinzip? Warum sind mir nicht alle Tiere feindlich? Das ist nämlich doch der Grund, warum Lydia hier hinterher gerannt ist. Wie gesagt, das ist einfach unlogisch. Ich frage mich mal ernsthaft, wer das programmiert hat, den Mist. Wo kommt der denn hier, der Khal Drogo-Ersatz her? Geh down! Zumindest mit dem Hammer. Ich würde gerade sagen, mit dem Hammer kann man nicht so gut blocken, aber. Er kann das offensichtlich. Ach, ich sehe ja schon, diese Banditen hier wären noch ein viel größeres Problem, als ich dachte. Die anderen mit Fußrot dadurch die Gegend zu brüllen, ist leider auch keine Alternative. Zumindest keine, die lang. Oh, was wollt ihr denn alle? Könnt ihr nicht mal Lydia hauen? Was soll denn das immer hinter mir herzulaufen? Ja, wir haben auch ein bisschen. Warum denn eigentlich immer ich? Ein Fußrodar wäre am Freitag so genial im Aldi gewesen. Alter, immer diese Weltumgangseinkaufen von den Leuten, jetzt würde die Geschäfte nicht mehr am Dienstag aufmachen. Ja, das hätte ich auch mal tun sollen. Ich habe jetzt nichts mehr so richtig zu essen da, außer ein paar Baguettes und Fischstäbchen. Das ist voll doof. Ich muss mir morgen Fastfood holen. Also, naja, wahrscheinlich eine Pizza oder so, aber trotzdem. So, jetzt sollte ich mal langsam, dass ich echt mal das Problem hier mal logisch angehen und hier mal einen Gegner nach dem anderen wegnehmen. Yay, PC hat sich bei der Hitze aufgehangen. Eigentlich hängt der PC sich nicht auf, sondern er geht einfach nur aus. Zumindest ist das Stand. Also mein Rechner mag das auf jeden Fall nicht, dass hier so viele. Oh, das ist. Also wenn's gerade bei dir auf YouTube oder auf Twitch ruckelt, dann liegt das daran, dass es auch bei mir ruckelt in der Aufnahme. Nicht. Woran denn? Mein Lebenspunktebalken geht einfach runter, dann bin ich tot. Und ich weiß nicht woran. Hab ich echt Blutung? Ah, Mann. Fortuna sei Dank habe ich vorher nochmal gespeichert, bevor ich hier das. Oh, ich bin gelevelt, ist ja praktisch. So, das sollte zumindest die Bogenschütze mal kurz umgekippt haben. Er ist auch gar nicht so leicht hier mit den Banditen, ne? Vor allem, das ist ein angeblich nur normaler Bandit, aber für normalen Banditen sind die eigentlich alle ganz schön kräftig. Also, die halten vergleichsweise viel aus, sag ich mal. Vor allem der Banditenmagier, der hier mit seinem komischen Feuermantel mal um die Ecke kommt, ist echt ein bisschen sehr nervig. So, jetzt stirbt er auch noch. Ach, die mit ihren scheiß Langschwert lebt ja immer noch. Ich dachte, ich hätte die getötet. Die hatte ja nicht meinen Fokus. Na gut, Lydia, wo ist eigentlich der komische Begleiter, den ich hatte? Das kann kein besonders guter Begleiter sein, wenn ich den hier nicht mehr sehe. Das heißt ja nur, dass er. Das sagt mir doch. Alter, was macht denn hier so viel Schaden? Hallo! Da! Ey, mal bist du halb tot. So. Blocken ist wieder ein anders. Du musst auf Stufe 6 haben, dann wird der Schaden komplett geblockt. Du hast nur 40%, außerdem blockst du immer zur falschen Zeit. Nee, ich habe auch Time die Blocks schon gemacht. Ich weiß, dass wenn ich so nur ranrenne, dann block ich nicht richtig, dass ich blocken muss, wenn sie ausholen. Aber das reicht ja trotzdem nicht. Oh, guck mal, das ist immer ein Bandit Outlaw. Ach, hier ist Herd. Der hält bloß nicht so viel aus. Das liegt ja wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem Boden. Obwohl, Lydia ist auch so gut wie down. Vielleicht sollte ich mich einfach in die zweite Reihe stellen und heilen aus der Entfernung. Das könnte funktionieren. Ach, die haben Armbrüste. Dessen machen die so. Das Armbrüste machen echt absurd viel Schaden. Warte mal. So, komischer Bogenschütz. Oh, was vom. Der. Alter, ich hätte mir hier auf jeden Fall mehr erhofft, als ich den komischen Banditen hier weggepult habe. Da habe ich wirklich gehofft.
Lass mich in Ruhe, du komischer Mann. Ach. Nee, ich habe keine Blutung. Was ist das? Guck mal, ich nehme hier Schaden. Ich will. Hallo! Sag mal! Was ist denn das? Ich wäre jetzt lockerflockig gestorben, hätte ich jetzt nicht kurz gegengezaubert. Warum? Das ist mir ein absolutes Rätsel, ganz ehrlich. Zumindest kann ich mich mal aufwärmen am Feuer. Das hilft vielleicht mal bei meiner Kampfperformance. Süß, wie er sich immer aufregt. Ja, ich versuche mich eigentlich weniger aufzuregen, aber wie neige ich dazu? Also gerade so in schweren Kämpfen. Wenn ich halt. Naja, das liegt doch ein bisschen daran, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas dagegen machen kann. Das Skyrim ist ein. Boah, jetzt steht doch schon das Antike in den Bär, ist das. Ich habe mal in der Hinsicht ein bisschen das Gefühl, dass Skyrim ein bisschen. Skyrim macht einen schlechten Job darin, mir zu erzählen, dass ich gerade getroffen werde. Also, man merkt ja auch nicht, dass man von Pfeilen getroffen wird, außer daran, dass du auf einmal Schaden nimmst. Weil das macht halt. Und das war's, aber du kriegst nicht in dem Sinne mit, dass du hier von irgendeinem Pfeil durchbohrt wirst. Und das ist total dumm. Weil dadurch hast du nie so richtig das Gefühl, dass du irgendwie fair getötet wirst, sondern dass du einfach tot bist. Dass sich halt irgendjemand mit seiner Hand gewackelt hat und du einfach umkippst und danach bist du weg. Und genau das ist das halt das. Oder zum Beispiel, wenn, wie gesagt, das mit den Skyrim Readern, ich weiß nicht, ich frage mich wirklich, wer sich das ausgedacht hat. Also, dass es da keine Diminishing Returns gibt, ist echt ein bisschen dämlich. Also Diminishing Returns sind, dass Sachen bis zu einem bestimmten Grenzwert gehen und dann gehen sie nur noch ganz langsam. Beziehungsweise nähern sich immer langsamer diesen Grenzwert an. Das hat man typischerweise mit Rüst. Was ist denn das hier? Der verbrannte Leiche in einen Eisblock? Was? Moment mal, ich muss mir mal kurz Flammenmagie zaubern. Kann ich damit irgendwas machen? Nö, scheinbar nicht. Hey, ein Jagdbogen. Der ist auf jeden Fall das, was ich jetzt definitiv brauche. Oh, die Heiltränke sind aber tatsächlich, was ich jetzt brauche. Ein Firestorm nochmal. Boah, nächster Begleiter, der mir in den Weg steht. Das ist halt wirklich ein Problem, dass ich. Ne, wie gesagt, das, ich hätte mir gewünscht, dass du halt am Anfang Schaden nimmst, wenn du nicht richtig blockst, aber dass du auf keinen Fall sterben kannst, wenn du blockst. Egal wie. Weil das ist einfach nur dämlich. Dass du davon sterben. Meine, wie. Müssen wir nochmal erzählen, wie will er mich töten? Verletzt er eins meiner inneren Organe kritisch, wenn ich meine Hand dahin halte? Das kann maximal. Ich habe Blutenschaden. Okay, ich habe tatsächlich Blutenschaden. Also, es kann maximal so sein, dass er so lange auf meinen Arm steckt, dass ich das Schild nicht mehr hochhalten kann, dass ich dann sterbe. Aber es kann nicht sein, dass ich einfach, wenn ich hier volles Met hier mein. Okay, das ist mein Heilzauber. Wenn ich hier volles Met mein ätherisches Schild der exquisiter Qualität hochhalte, da schlägt jemand volles Met mit seinem komischen Breitschwert gegen, dass ich daran dann sterbe. Das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich. Oh, das war ja super effektiv. Magische Schwerter sind übrigens super, um gegen Blocks durchzuhauen, weil sie trotzdem Schaden machen. Aber die Banditen haben keine magischen Schwerter. Oh, gut. Wie viel muss ich ja nicht töten? Nur die paar Bergbauern und Banditen hier? Ist das aber eine Überraschung? Och Mann, warum können mich denn hier mal alle sehen? Voll doof. Ich bin ja gelevelt. Apro leveln. Als erstes hört man, wenn man von einem Pfeil getroffen wird, und man sieht das auch, weil das Bild etwas zittert. Ja, aber das kriege ich aber mitten im Kampf nicht mit. Das ist zu subtil. Ich brauch da mehr Hinweise. Blocken wir erstmal, leveln wir erstmal Blocken. In der Hoffnung, dass es was bringt. Das Problem ist halt wirklich, dass Blocken halt nicht so richtig doll schnell levelt. Alter, der Turm hat keinen Schaden. Also Ambroschießen war erheblich effektiver, als ich noch nicht auf Legendär gespielt habe. Wie hofft man eigentlich mit Fernkampfwaffen, wenn man auf Legendär spielt, welche Gegner tot zu kriegen? Da geht doch eigentlich nur auf der Kampf im Nahkampf, oder? Weil die Ambros waren ansonsten eigentlich immer eine Quelle von 5 zuverlässigen Schaden und die halt eigentlich ziemlich gut tot Verdammt! Die eigentlich ziemlich gut tot gemacht hat und jetzt klappt das halt so gar nicht. Kommt auf die Größe des Schildes an. Ja, aber das Schild, was ich habe, ist ja wohl ausreichend groß, um die meisten Schläge abzuwehren. Vor allem, man sieht ja sogar, wie das Schwert auf dem Schild abprallt und trotzdem passiert da nichts. Das ist ja der Punkt. Man müsste sich dadurch eigentlich die Hand brechen können. Ja. Aber das ging nur wieder ein Fallout, wo man sich tatsächlich die Organe brechen konnte. Guck mal, wir sehen übrigens einen Fehler des 78 Grad Winkels. Man kann die Handtextur gut leicht raus aus der Kamera beim Nachladen. Da sieht man wieder, das war nicht. Skyrim ist nicht dafür gedacht, dass man mit einem höheren Field of View spielt, als das, was man hat. Weil die haben natürlich gespart, wo sie Ressourcen gespart, wo sie konnten. Ja, lange braucht der Lüder da unten noch, um so ein paar lächerliche Banditenplatz zu machen. Ich meine, dass ich hier so Ewigkeiten rumballer, ist ja eine Sache, aber. Oh, hallo Sasri. Aber das ist ja eine andere, das. Wie lange. Ohne Witz, hat Lydia irgendwie nachgelassen? Achso, jetzt ist er fertig. Ja, Lydia, dann hilf mir doch hier mal. Hol doch mal deinen Jagdbogen. Raus. Vor allem kommt ja wahrscheinlich gleich der nächste Bandit da um die Ecke, dann muss ich ihn auch platt machen. Wie viele Bolzen habe ich jetzt verbrochen? Ach, jetzt treffe ich den wieder nicht. Jetzt hört er auch auf dem Boden rumzukriechen, da kann ich dich nicht treffen. Komischer Bandit.
Dass der Tod stark überbewertet. Ich finde, der Tod ist genau ausreichend für dich. Muhahaha. Ich habe mich nur verteidigt. Das wäre immer übrigens beim üblichen Rand darüber, dass es wunderprächtig wäre, wenn Gegner tatsächlich aufgeben könnten. Wenn man die dann irgendwie in Ketten legen und zur örtlichen. Das würde wahrscheinlich nie einer machen, aber das, allein nur die Option zu haben, wäre mir halt viel wert. Dass man halt irgendwie Gegner, also wenn sich Banditen zum Beispiel ergeben, dass man die in Ketten legen könnte, wenn man die bei hat und zur nächsten besten Autoritätsstelle bringen könnte, um sie dann für eine gewisse Belohnung abzuholen. Das wäre noch ein ganz schönes Stück an Tiefe und vor allem Immersion. Weil so bringt das überhaupt nichts, dass die aufgeben. Und jetzt mal die nächste Frage, wie komme ich da ran? Also da. Ist ja schön gut, dass hier so ein hoher Raum ist und da oben so zu ist, aber wie komme ich da rüber? Weil da hochkommen tue ich garantiert nicht. Aber muss ich jetzt ernsthaft den kompletten Dungeon hier einmal rumlaufen? Ich meine, hier hinten war ja noch ein Weg nach rechts. Hast knapp 35 Bolzen verbraten, Bernie. Naja, das ist ja gar kein Problem. Ich habe ja keinen Mangel an Bolzen. Guck mal, ich sehe da hinten Feuer fallen. Mann, gib mir meine Armbrust bitte nochmal wieder. So, kann ich jetzt... Ich weiß nicht. Was, Hilfe? Kinas, nicht so vorrennen. Ach. Ich löse die Dinger mal lieber Feuer aus. Ach, da oben. Ach, da wäre das Ding runtergekommen. Ich hätte gedacht, woanders. Krieg ich die irgendwo reingelockt? Ich hau, glaube ich, am besten erstmal den Banditenzauberer um. Der Zauberer müsste man doch eigentlich bei den Banditen ziemlich hohes Ansehen haben. Also unser Zauberer brauchst du ja immer, gerade wenn es um feindliche Zauber geht. Weil wenn du zum Beispiel so ein Kompai übers Land ziehst, gerade wenn es ein bisschen wertvoller wäre, wäre es ja nicht ziemlich dumm, keinen begleitenden Zauber... Oh, was ist das denn hier? Der Bandit hat immer schon mal eine volle Eisenrüstung, das ist schon mal einiges wert. Haben nicht normalerweise eigentlich nur die Banditen-Captains mal so eine volle Eisenrüstung an? Das ist ganz schön heftig, soll ich den jetzt hier... Soll ich den jetzt hier tot kriegen, oder? Ich bitte... Hallo? Ich hab doch hier mal so einen Schrei, wo ist denn hin? Warum kann ich ihn nicht? Kannst du den Schrei nicht weg? Ich setz doch grad gar keinen Schrei ein. Warum ist das Spiel der Meinung, dass ich Schreie einsetze? Ich setze gar keinen Schrei ein. Oh, ich komme durch die Rüstung absolut nicht durch. Aha! Diesmal habe ich sogar ziemlich selektiv getroffen, fällt mir immer so auf. Dumm, dumm, nicht blocken, nicht blocken. Blocken ist feige. Das kann nur ich. Ich frage mich übrigens gerade, warum das Blocken nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich mir bitte jetzt auch nicht mehr. Jetzt fall um. Ich glaube, er hat noch nichts Fernkampfs gespeckt. Da ist der Schaden halt auch so niedrig. Ich glaube, ich habe wirklich noch... Wir können ja mal kurz gucken, aber ich meine, ich habe wirklich nichts beim Schießkunst. Es wäre ja auch Verschwendung, wenn ich ja alles gleichzeitig... Guck mal, Light Weaponry ist immerhin schon auf 100, weil ich das so... Und Marksmanship ist auf 72. Dafür, dass ich da noch nie was... Also hier, das ist... Ich habe da noch nie irgendwas geskillt. Boah, wie lang der Skillbaum auch einfach mal ist. Aber ich könnte darin skillen, bis der Arzt kommt. Wenn ich denn unbedingt wollte. Hallo, Simply Cavalry Hoyo. Ja, was für ein Name. Prächtig. Ach, verdammt, hier wäre noch eine Falle gewesen. Nee, die hätte ich auch runterhauen können. Guck mal, hier hat's Handschuhe. Habe ich Handschuhe? Achso, ja klar, habe ich Handschuhe an. Ich habe zwar mehr Armschienen, aber da sind noch Handschuhe mit drin. So, hier hinten haben wir scheinbar den guten Schnappes. Oh nee, halt, das ist wahrscheinlich nicht der Schnapp. Gold! Und ein ruiniertes Buch. Und ein makelloser Rubin. Den können wir mitnehmen. Und ein Granatstein. Warum betreiben wir nicht alle Banditen immer Bergbau? Das ist mir zum einen ziemlich klar, warum die in irgendwelchen Bergbauhöhlen wohnen. Das macht ziemlich viel Sinn. Guck mal, hier können wir Korund, Eisen. Warte mal, die drei Eisen könnte ich ja zumindest schon mal kurz... Ach, verdammt. Ich wollte gerade sagen, die drei Eisen könnte ich ja mal kurz zum Eisenbarren gießen, aber das geht natürlich... Warte mal. Hier könnte ich auf jeden Fall Schmieden nochmal eine Runde leveln. Das würde natürlich voraussetzen, dass ich dieses Schloss hier aufkriege, was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird. Oder? Nein. Ich weiß auch nicht, wie viel Dietrich ich noch habe, weil es wird immer noch nicht angezeigt. Wahrscheinlich eine Menge, nachdem hier jeder Bandit mindestens drei Stück bei hatte, aber trotzdem. Ach, ein Expertenschloss ohne was gelevelt zu haben, könnte natürlich irgendwie minimal schwierig werden. Verdammt! Ah, Schlösser knacken. Meine alte Liebe. Muss ich da auch voll konzentrieren, das, um das zu machen. Da klappt es trotzdem nicht. Es gibt tatsächlich ein kleines Rauschen. Wenn ich mal tatsächlich schweige, hört man leise meinen Rechner im Hintergrund. Ich glaube, das ist nicht mal mein Rechner, das ist tatsächlich der Ventilator, der rechts Luft aus der kalten Küche schaufelt. Die Küche mittlerweile auch nicht mehr so kalt ist, aber das ist halt der größere Teil der Wohnung. Das müsste es da ein bisschen kühler sein als hier in der Wohnstube. Ah, verdammt. Nein. Warum müssen diese verdammten Dietrich auch immer... Oh!
Hey Bernard, wie findest du das Lied von Livestrip.com? War das jetzt eine tolle Werbung für Livestrip.com? Oder war das eine tatsächliche Frage? Hallo, ich würde gerne... Ja, wir haben hier tatsächlich einen Helden. Einen Helden, der übrigens gerne mal seinen Schlachtruf einsetzen würde, aber nicht darf. Was? Ihr werdet Himmelsrand nicht lebend verlassen!